Hallo zusammen. Heute ist das Thema, wie wir unsere Winterräder austauschen gegen unsere Sommerräder. Und das bringt jeder Mann und jede Frau. Und ich zeige euch, wie das geht in einer neuen Folge von Yoga Klärt's. Welche Materialien werden benötigt? Ein Rangierwagenheber mit extra Gummiauflage fürs passende Fahrzeug, ein Drehmomentschlüssel, ein Vorlegekeil, ein paar Handschuhe und ein Schlagschrauber in Form von 12 Volt oder 220 Volt, je nach Bedarf, oder wie in meinem Falle ein Schlagschrauber, der mit Druckluft ausgestattet ist. Da bei mir immer Druckluft anliegt, verwende ich diesen. So, zuallererst tun wir das Fahrzeug sichern, Handbremse anziehen und einen Vorlegekeil vorlegen vor die Vorderräder. Ich tue das jetzt mal demonstrativ vor das linke Vorderrad legen, aber bitte da wir auf der linken Seite anfangen, bitte auf der rechten Seite vorlegen. Ganz wichtig. Bitte den Vorlegekeil vor das Vorderrad legen. Aber wie ich jetzt zu Demonstrationszwecken hier gezeigt habe, ist es jetzt vor das linke Vorderrad gemacht, aber das müsst ihr bitte vor das rechte Vorderrad machen, da wir ja jetzt das linke Vorderrad anheben werden und so der Vorlegekeil unwirksam wird. Also bitte vor das rechte Vorderrad vorlegen und dann alles gut. Wagenheber ansetzen mit der Gummiauflage. Ein Link zur Gummiauflage fürs passende Fahrzeug lege ich nochmal unten in die Videobeschreibung und dann einfach hochpumpen den Wagenheber. So wie ihr seht, geht das ziemlich einfach mit zwei Händen. Mit so einem Rangierwagenheber ist das ein absolutes Kinderspiel. So, als nächstes werden wir die Radzierblende entfernen. Legen wir beiseite. Und nehmen unser Schlagschrauber mit der passenden Nuss. Stellen die Drehmomentrichtung ein. Also nach links, da wir die Schrauben lösen wollen. Und lösen unsere Schrauben damit. Das geht mit dem Pressluft oder auch mit einem elektrisch betriebenen Schlagschrauber genauso gut und nehmen unser Rad ganz entspannt ab. Anschließend erfolgt noch ein prüfender Blick in die Bremsbeläge bei mir. Das mache ich immer so. Ich gucke mir dann immer bei so einem Radwechsel an, wie schauen meine Bremsbeläge aus. Ist noch Nachholbedarf, besteht dann noch oder müssen wir in die Werkstatt oder in meinem Fall würde ich sowas selber machen. Aber bei mir sind jetzt noch 5 mm circa also auf den Bremsbelägen drauf und von daher ist das eine gute Sache. Schaue ich mir auch gleich nochmal die Bremsschläuche an, ob die ein bisschen porös sind und auch die Gummilager, wie die beschaffen sind oder ob die ausgeschlagen sind. Das kann man mit einer Taschenlampe meistens schon ziemlich feststellen. Und bei mir sah das alles ziemlich gut aus und von daher kann ich da jetzt auch das neue Sommerrad aufstecken. Anschließend werde ich die Radmuttern leicht aufdrehen und das mit dem Schlagschrauber dann langsam festziehen. Und zwar werde ich die erste Radmutter langsam aufziehen, da die Radmuttern einen Konus besitzen und damit dann das Rad auch fixieren werden. So wie ihr seht, mit langsam Vorschub werde ich da arbeiten und damit wird das Rad auch mittig aufzentriert. Danach werde ich über Kreuz alle anderen Radmuttern weiter festziehen und damit ist der Radwechsel erstmal abgeschlossen jetzt. Und ich lasse den Wagenheber ab und begebe mich zum Hinterrad. So, jetzt beim Hinterrad angekommen, werden wir unseren Wagenheber unter das Fahrzeug wieder stellen. Gucken, wo die Gummiauflage einrastet. Also gibt es bei jedem Auto bestimmte Markierungen, wo der Wagenheber angesetzt wird. Das ist eigentlich kinderleicht zu finden. Für Mann und Frau zugleich, pumpen das hoch und ich muss sagen, mit so einem Rangierwagenheber ist das eine absolut easy Klasse
Arbeit. Einmal kurz pumpen und das Fahrzeug kommt hoch. Also besser geht's wirklich nicht. Immer da den Wagenheber aus dem Auto räumt und also den Originalwagenheber aus dem Auto räumt und den dann ansetzt und hochkurbelt. Ist eine Affenarbeit. Diese benötigen wir mit einem Rangierwagenheber nicht. So, und nun verfahren wir wie beim Vorderrad auch, ziehen die Radzieherblende ab und setzen den Schlagschrauber an und lösen unsere vier Radmuttern oder fünf Radmuttern, je nach Fahrzeug ist das ein bisschen unterschiedlich. Manchmal bleiben die Radmuttern in der Nuss klemmen, da muss man mal ein bisschen aufschlagen und dann fallen die Radmuttern dann auch schon heraus, wie jetzt in meinem Falle. Der Vorführeffekt, weil die Radmutter sind ein bisschen angerostet und dann bleiben die manchmal gerne stecken in den Nüssen. So, und dann drehen wir das heraus, nehmen das Winterrad herab. Und es erfolgt wieder eine Sichtprüfung, wie in meinem Falle. So, anschließend erfolgt bei mir immer die, wie schon vorhin beschrieben, die Sichtprüfung, ob alles okay ist am Auto. Also eine normale Sichtprüfung und da sieht man schon, ob Mängel vorhanden sind oder nicht. Also zumindest ich sehe das. Und als nächstes kann ich mir jetzt schon mein neues Sommerrad oder mein gebrauchtes halt Rad jetzt aufstecken und werde das jetzt genauso wie vorne mit den Radschrauben, die werde ich jetzt anschnabbeln. Und die werden wir jetzt ganz entspannt aufdrehen und dann nehmen wir den Schlagschrauber zur Hilfe und tun ihn ganz der erste Mutter langsam anziehen, damit sich unser Rad auch fixiert und dann über Kreuz dementsprechend anziehen. Jetzt nicht so dolle Kraft aufwenden mit dem Schlagschrauber, das machen wir mit dem anschließend mit dem Drehmomentschlüssel. Anschließend lassen wir das Fahrzeug ab und führen den Wagenheber zurück. Und das gleiche machen wir jetzt an allen zwei anderen Rädern genauso, wie vorher beschrieben. Nachfolgend tun wir unseren Drehmomentschlüssel bei Stahlfelgen auf 120 Newton und bei Aluminiumfelgen auf 110 Newton einstellen, so ist es vorgeschrieben von Toyota, soweit ich weiß. Und das führen wir jetzt an allen vier Rädern aus, tun jetzt quasi den Drehmoment damit befestigen und somit ist unser Rad sicher befestigt und bedarf keiner weiteren nachträglichen Anzugskraft. So, nachdem wir unsere Räder fixiert haben mit dem Drehmomentschlüssel, nehme ich jetzt die Radzieherblenden und setze die auf am Ventil und schlage sie einfach nur auf und damit sitzen sie auch fest. Das wiederhole ich an allen vier Rädern und damit sind wir schon auch schon durch. So, als nächstes werden die Räder noch beschriftet mit einer Kreide bei mir. Wie zum Beispiel hinten links und vorne links und da weiß ich dann im nächsten Herbst, wo die Räder aufgezogen waren und dann weiß ich erstmal damit Bescheid, wie ich die versetzen kann. Dies hier ein elektrischer Schlagschrauber, den ich nach unten verlinken werde. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen, schenkt mir ein Abo und teilt dieses Video bitte und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Jörg.